Hallo und willkommen zu Jiu-Jitsu at Home, heute mit der nächsten Kobudo-Exkursion. Im letzten Video habe ich euch ein paar Grundlagen erklärt und versucht, euch verständlich zu machen, worauf es ankommt bei den einzelnen Techniken und wie wir generell mit dem Wo in dem Fall arbeiten. Und heute möchte ich mit euch in die erste Hoju Undo einsteigen. Das sind die ersten fünf Grundtechniken, die wir bewältigen, und fangen wir einfach gleich damit an. Aus der Startposition heraus verbeugen wir uns. Onigashimasu. Jetzt sagen wir, was wir machen wollen, nämlich Hoju Undo Daiichi. Wir öffnen uns, drehen den Bo, gehen die Knie etwas, starke Position, ziehen den Bo etwas nach oben, greifen mit der linken Hand über, gehen links einen Schritt zurück, die linke Hand führt den oberen Teil des Bos nach vorn, die rechte Hand legt den Bo auf die rechte Schulter. Ich führe einen Schlag aus. Jetzt ziehe ich den vorderen Fuß etwas zurück und gehe in die Kameraeinstellung. Das ist unser Ausgangspunkt für die Schläge. Von hier aus starten wir jeweils in 3 oder 5er oder 7er Serien, immer in einer ungeraden Zahl. Das heißt, wir führen den Schlag dreimal aus. Wir drehen uns, führen den Schlag wieder dreimal aus, drehen uns, führen noch einmal den Schlag aus und gehen dann wieder in die Kamaikon-Stellung, um dann mit der zweiten Technik fortzuführen. Aufgrund des beengten Platzes werde ich das nicht im Laufen machen können, sondern versuche die Technik auf der Stelle zu zeigen. Das heißt, ich mache mal quasi bei den Schritten, bewege ich immer beide Beine, anstatt dass ich immer nur einen Schritt laufe, werde ich quasi beide Beine bewegen müssen. Aber ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, in welcher Reihenfolge oder wie man nach vorne läuft, das ist ja kein Problem. Fangen wir mit dem ersten Schlag an, aus der Grundposition im Kamae heraus. Der erste Schlag nennt sich Yodan Uchi. Yodan, das zeigt uns die Trefferfläche an. Wir sind also im oberen Bereich, hauptsächlich der Kopf. Yodan heißt nicht Kopf, aber ja, der obere Bereich, würde ich sagen, ist die Übersetzung. Das heißt, wir schlagen auf den Kopf. Und Uchi ist der Schlag, der wird in dem Fall senkrecht von oben ausgeführt. Aus dem Kamae raus. Ich wechsle die beiden Hände, lege den Bo auf die linke Schulter, mache einen Schritt, senke zu Dutch, schlage senkrecht auf den Kopf. Hände wechseln, Bo auf die Schulter legen, Schritt machen, Schlag auf den Kopf. Achtet darauf, wenn ich jetzt hier die Hände wechsle und den nächsten Schlag vorbereite, dass wir den Bo dabei nicht abfallen lassen. Schon so, ich lasse jetzt nicht den Bo hier runterfallen und stelle mich so hin, sondern nach dem Schlag bleibt der Bo in Position in Richtung des Angreifers oder des Gegners. Ich wechsle die Hände, sodass er weiterhin bedroht bleibt, sodass er an dem Bo vorbei müsste, wenn er in meine Richtung möchte. Ich mache den nächsten Schritt, Schlag. Ja, das sind die Bewegungen. Das heißt, also aus der Grundposition heraus, Hände wechseln, Tisch, Knie, San, Chi, Go. Das waren 5 Stück. Jetzt würde ich auf der Stelle quasi mich drehen, um die nächsten 5 Schritte rückwärts zu machen. Ich gehe ein bisschen nach vorne, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. In den Bo zum Block, die linke Hand fällt ab, die rechte Hand geht nach oben, ich drehe mich links rum, blocke, dann nehme ich einen Schlag, richte die rechte Hand nach vorne aus und die linke lege ich auf die linke Schulter. Ich stehe also so da, den rechten Bein vorne, sodass ich wieder Itch, Knie, San, Chi, Go. Wieder 5 Schläge machen kann, stehe wieder links vorne, die linke Hand fällt vorne ab, die rechte Hand kommt oben dazu, ich halte den Bo quasi senkrecht vor mich, ich drehe mich links herum, blocke, bleibe so stehen, ich drehe mich nur, damit ihr seht, was ich mache, setze den Bo noch zum letzten Schlag an, schlage, stehe jetzt links vorne, ich wechsle die Hände, gehe links zurück,
und gehe wieder ins Kamai, in die Gründungsstunde. Das waren die ersten 5 Wiederholungen bzw. 10 Wiederholungen der ersten Technik. Die zweite Technik, Yodan Nanamuch. Yodan sagt uns wieder mit der Trefferfläche an, ist oben. Nanamuch ist diesmal ein schräger Schlag, der kommt seitlich. Ich starte diesmal nicht auf der Schulter, sondern an der Ecke der Schulter und schlage seitlich Richtung Kopf. Ziel von der Höhe ist etwa die Augenpartie. Ich fülle es jetzt noch dreimal aus. 3 Schritte nach vorne, Drehung, 3 Schritte zurück, Drehung. Noch einmal ausführen und in die Grundstellung zurückgehen. Der nächste Schlag geht in den Bereich des Gürtels, in die Mitte des Körpers. Deswegen sind es die Trefferfläche Chudan. Da wir waagrecht schlagen, ist es Yoko, kennt ihr vom Yoko Keri, und Uch wieder als Schlag. Chudan, Yoko, Uch. Aus der Grundposition heraus greife ich den Bogen wieder um, starte diesmal wieder an der Ecke der Schulter. Bevor ich jedoch schlage, lasse ich den Bo auf die Höhe des Ellbogens gleiten, mache meinen Schritt, führe dann den Schlag aus. Etwa auf Höhe des einen Gürtels. Ich greife um, starte an der Ecke der Schulter, lasse den Bo gleiten zum Ellbogen und schlage dann waagrecht. An der Seite, starte an der Ecke der Schulter, lass den Bo gleiten auf die Höhe des Ellbogens und schlage. Die Initiative erfolgt hier durch die Hüfte. Die Hüfte gibt hier den Schlag vor oder initiiert den Schlag. Also dreimal vorwärts, dreimal rückwärts, jeweils mit Drehung. Etwa ab Gürtel und nach unten, sprich hauptsächlich die Beine. Der Name kennen wir schon aus dem zweiten Schlag, er war schräg, das haben wir jetzt wieder. Und Uch ist wieder der Schlag. Ausgangspunkt ist die Ecke der Schulter, Zielfläche, Höhe des Knies. Wenn ihr alleine trainiert, sucht euch quasi immer eure eigene Höhe aus. Die eigene Kopfhöhe, Gürtel oder Kniehöhe. Wenn ihr mit dem Partner trainiert, wollt ihr quasi genau zeigen, wo ihr hinschlagt und schlagt auf die Höhe der jeweiligen Position eures Partners. Wenn ihr allein trainiert, macht ihr das auf eigener Höhe. Wir starten in der Ecke der Schulter, führen den Bogen diagonal nach unten zum Knie. Denkt dran, immer schön den Bogen außen anlegen. Dreimal vorwärts, Drehung. Dreimal rückwärts, Drehung und Abschluss. Hitch. Weil es sind eigentlich 2 Techniken, die da drin vorkommen. Ein Block und ein Stich. Der Block, Karakuk, und der Stich, Motozuki. Das ist ein Stich, den Kehlkopf. Wir stellen uns quasi vor, wir blocken erst einen Stich, um dann selbst einen auszuführen. Der Block
ist etwas komplizierter und von den Ansprüchen der Techniken deutlich höher. Wir bleiben erstmal im Neko-Archidat von der Fußposition her und versuchen quasi die Zahl 9 verkehrt umzuschreiben. Sprich von links unten, von rechts unten nach links oben, nach rechts oben. Und das aber in einer runden Bewegung. Ich versuche das von vorne mal zu zeigen. Hier. Das ist wie ein Kreis, den ich beginne, der immer kleiner wird. Hier habe ich einen großen Kreisbogen, der kleiner bleibt stehen. Muss man den Bo so weit rüberkommen, dass ich meinen eigenen Kehlkopf schützen will. Also ein Bo, der hier entlang sticht, müsste hier an mir vorbeigehen. Wenn ich hier stehen bleibe mit dem Block, habe ich gerade Sicht oder gerade Freifahrt für den Angreifer. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall mindestens rüberkommen. Als nächstes verändere ich meinen Stand zum Senkel zu Dutch und ziehe dabei den Bo zurück, um zu stechen. Ich habe geblockt, ziehe den Bo am Körper entlang, nicht abfallen lassen, sondern der Bo bleibt oben, ziehe den Bo ran, gehe nach vorne und steche. Achte darauf, dass beim Stich die Hand eindreht. Ich blocke und steche. Dreimal vorwärts. Die Drehung ist in diesem Fall rechts rum und nicht mit dem Block seitlich, sondern mit eben diesem Kakuk. Drehung rechts rum, hatte ich gesagt. Dreimal zurücklaufen, wieder Drehung rechts rum, noch einmal den Block mit dem Stich machen. Grundstellung und abgrüßen. Da aus der Grundstellung heraus fangen wir an. Das war Itch. Nicht. Sun. Jetzt rechts rumdrehen. Rechtsumdrehung, komme unten entlang, blocke und stich. Gehe wieder ins Kamai und jetzt gehe ich wieder in die Fußposition. Ich gehe quasi mit dem linken Fuß nach vorne, drehe den Bo ein. Omiyashimasu und verbeuge mich. Das war die erste Hoshi Undo Daishi, den ersten 5 Techniken, die wir später auch irgendwann wiederfinden werden in den Katas. Die nächsten Videos werden dann sein die Hoshi Undo Daishi Ni und Hoshi Undo Daishi San, sowie die Kata Shushin Kun, die erste Bo-Kata. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und Domo Arigato Gozaimasu. Bis zum nächsten Mal.